Alright, Leute, willkommen zurück zu Clash Royale und einem Replaycast. In meinen Kommentaren haben sich ein paar Leute gewünscht, dass ich mir irgendwelche mal Replays aus dem TV Royale kopiere, beziehungsweise anschaue und dabei live kommentiere. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Es ist eigentlich ein Format, was in, sag ich mal, im englischen Bereich recht beliebt ist. Gerade bei Strategiespielen, dass irgendwelche Leute als Kommentatoren für beliebte Replays dienen und dann einfach kommentieren. Stellt euch ungefähr vor, das ist wie so ein Fußballmatch und ihr habt ja dort auch den Kommentator, der das alles kommentiert. Und im Prinzip können wir das genauso für Clash Royale machen. Will ich mal ausprobieren. Hätte ich auf jeden Fall Lust bei und deswegen habe ich mir jetzt ein Replay von Toby Spirit Hawk gegen Senza gespeichert aus letzter Woche und das kommentieren wir jetzt mal live, wie die da spielen und mal gucken, wie es wird. Falls ihr skeptisch seid für das Format, schaut es euch bis zum Ende an und dann entscheidet mal zum Schluss, ob ihr mehr davon sehen wollt oder nicht. Und ich würde mal sagen, wir legen mal gleich los. Das Match startet. Toby Spirit Hawk, eines der besten Spieler Deutschlands gegen Senza von Munich Warriors, den Vize-Anführer. Und die zwei Kontrahenten, beide auf Level 13, Maximum Level. Keiner wird sie wahrscheinlich hier irgendwelchen Level-Nachteil geben. Das heißt, es entscheidet der pure Skill zwischen den beiden. Toby startet mit dem Skelette und der Senza hat ein typisches Giant-Deck. Okay, und es beginnt. Bisher ist das Deck von Toby nicht ersichtlich. Der hat bisher nur Musketiere, Rakete und Eisgolem. Könnte ein Hawkrider-Deck sein. Und der kontert schon mal mit dem Eisgolem für die Minions. Und der Golem wird von einer ziemlich guten platzierten Kanone abgelenkt. Und der Eisgeist macht seinen restlichen Job. Ich würde mal sagen, die Defense ist on point. Nix ist durchgekommen. Die einfachen Skeletten haben noch das gut gefedert. Nur der Blitz hat Schaden gemacht. Toby sagt, nicht schlecht. Aber okay. Und er startet jetzt einen schnellen Hawkrider-Push. Kann er da durchkommen? Was wird er aussetzen? Der Mini-Packer plus Eisgeist kontert den Hawkrider ziemlich effizient. Und jetzt muss er immer noch den Mini-Packer abwehren. Das heißt, er kommt schon ein bisschen in den Elixiernachteil. Das Predict-Holz kann ein bisschen Damage machen. Aber der Eisgolem, der lenkt diesen Mini-Packer ab wie sonst was. Der kommt nie an den Turm dran. Oh, das ist ein Schlagabtausch. Das geht hier hin und her, Leute. So, die Musketieren wird wahrscheinlich... Nein, der ignoriert ihn nicht. Der vermeidet Damage. Sensor wehrt alles ab. Der Eisgeist rutscht nach vorne. Die Skelette... Also Toby hat auf jeden Fall eine Menge Kleinvieh. Und da kommt schon wieder der schnelle Hawkrider. So schnell kann Sensor gar nicht rotieren. Die Rakete gegen den Henker verteidigt das Ganze. Der kann richtig guten Damage machen. Und Toby liegt somit da vorne mit einem einzigen Push mit einer Rakete und einem Hawkrider. Kommt dadurch aber sehr stark in Elixiernachteil. Also das steht jetzt 8 zu 5. Sensor kann gut aufbauen. Der kann jetzt einen großen Push starten. Toby muss aufpassen, dass er das Ganze hier defendet. Er muss noch ein bisschen tanken. Ihr seht ja in den Elixier-Nachteilen. Toby hat hier. Sensor hat ja schon den Giant auf dem Feld und Toby fängt jetzt erst mit den Musketieren an. Das geht jetzt hier volle Kanne auf Verteidigung. Mal gucken, was beide sich leisten. Auf jeden Fall ist das hier ein Schlagabtausch. Das wird wahrscheinlich auch ein super knappes Match sein, so wie ich TV Royal kenne. Und erwischt schon wieder die Kanone, die vom Blitz und die Musketieren erwischt. What the fuck? Die Reichweite ist ja mal extrem. Ich glaube, ich krieg einen Schnitzel, Alter. Und der Giant ist am Turm dran, kriegt einen Punch raus. Die einfachen Skeletten können den Mini-Packer easy abwehren. Oh, das war aber eine super gute Defense. Sensor hat ist kaum an den Turm dran gekommen. Da kommt wieder der Hawkrider, will die Lücke nutzen, die der Henker hat, um den Giant anzugreifen, beziehungsweise den Eisgolem. Da kommt schon wieder eine Rakete, die seine Truppen abwehrt und beide Kontrahenten kommen hier nicht durch. Die Musketieren wird wieder durch Lakaien ausgesetzt. Ich komme hier gar nicht hinterher mit dem ganzen Kommentieren, weil hier ständig irgendwelche Einheiten rauskommen. Da kommt schon wieder der Henker gegen Musketieren. Doppelte Elixierphase, heißt doppelt so viele Einheiten. Und der rotiert erstmal alles weg. Der Giant wird wahrscheinlich wieder durch die Kanone abgelenkt. Mini-Packer gegen den Hawkrider kann wieder einen Treffer abbekommen. Hawkrider schafft immer einen Treffer. Schnitzel kriegt immer einen geklopft. Okay, der hat immer noch drei Truppen, aber da kommt das taktische Kampfholz. Aber die sind schon alle super angeschlagen. Der Blitz rasiert mal wieder weg, aber kostet super viel Elixier. Toby ist somit im Elixier-Vorteil, kann jetzt einen starken Push aufbauen. Und es sieht auch nach einem Hawkrider-Push aus. Da kommen schon zwei Henker, schon wieder eine taktische Rakete, die das Ganze abwehren soll. Aber der Hawkrider kriegt keinen Punch. Es ist nur noch 180 HP auf diesem Turm. Toby wird wahrscheinlich dieses Match gewinnen. Es startet ein Giant und lag kein Push. Musketiere macht ihren Job, der Henker lebt immer noch, Skelett, Eisskelett kommt raus, der Giant darf einfach nicht an den Turm dran, der Blitz rasiert die ganze Defense ab, das taktische Kampfholz rasiert, oh, der Sensor gewinnt das Match in letzten Millisekunde, oh, das Kampfholz kam einfach mal ein bisschen zu spät, ist das ärgerlich oder was? Holy shit! Ich dachte bis zum Schluss, Toby Spirit Hawk würde auf jeden Fall gewinnen. Der hatte nur noch 100 HP auf diesem Tower. Die Defense von beiden war on point, aber Toby hat zum Schluss einfach zu viel für Magie ausgegeben. Konnte diesen starken Push nicht mehr abwehren. Der Blitz hat die ganze Defense auseinandergenommen.
Er konnte da nichts mehr machen. Der Henker, Eisgeist konnten zwar ein bisschen ablenken, aber hat alles nicht gereicht. Der Blitz war der entscheidende Faktor. Und das Kampfholz hat er sehr früh gezündet, hat er schnell gemacht. Aber die Truppen von Sensor waren einfach zu viele und zu schnell. Er konnten die den Damage machen, bis das Kampfholz dran kam. Es war wirklich eine Millisekunde Entscheidung. Na gut, eine halbe Sekunde, seien wir mal ehrlich. Aber holy shit, Sensor hat bis zum Schluss das Match noch gedreht. Obwohl er super stark im Nachteil war, was den HP-Stand anging. Der Turm war super down. Toby Spirit Hotter hat nur super knapp verloren, aber ein richtig spannendes Match. Alter Leute, da kommen wir aber echt ins Kommentieren. Ja, im Prinzip würde so ein Replaycast aussehen. Wir belassen es erstmal bei einem Match diesmal, damit ihr wisst, worum es geht. Und wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, dass wir immer mal wieder vielleicht eine kleine kurze Folge machen, wo wir einfach mal ein spannendes Replay aus TV Royal schnappen und das mal live kommentieren, wie so ein Fußballmatch, dann schreibt mir auf jeden Fall runter in die Kommentare, ob ihr Bock drauf hättet. Als ich noch bei StarCraft damals aktiv war, habe ich sowas immer super gerne geguckt. Das hat irgendwie immer Laune gemacht, gerade wenn der Kommentator richtig gut war. Keine Ahnung, ob ich das hinkriege, ob ich das gut machen kann. Aber ich hoffe, ihr hattet natürlich Spaß dabei bei diesem kleinen Replay-Cast, bei diesem spannenden Match zwischen Tobi und Sensor. Auf jeden Fall beide sehr gut gespielt, finde ich. Kaum einer hat einen Fehler gemacht und beide haben ihre taktischen Dinger vollkommen ausgenutzt, beziehungsweise ihre Einheiten zum vollen Potenzial ausgenutzt. Ja, wie gesagt, schreibt mir runter in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Hinterlasst mir einen Daumen hoch, wenn ihr mehr sehen wollt. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Dann gebt mir Flosse. Flop.